Hallo und herzlich willkommen hier auf MediaBandit Channel. Wir kümmern uns heute um Assassin's Creed Unity und zwar um Dead Kings. Genauer genommen nehmen wir uns das Shuka Adler Schwert genauer vor und zwar gibt es dafür auch einen Grund. Ich habe ja schon ein sehr erfolgreiches Video dazu gemacht, das ist 7 Jahre mindestens alt. Das Video wird hin und wieder mal kritisiert, wie man hier gerade sieht. Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt und nachvollziehbar. Das Video wurde damals für andere YouTube-Funktionen gemacht. Zu dem Video erhalten ich ganz oft noch Kommentare und deshalb transformieren wir das Video ins Jahr 2024. Jemand hat fast eine ganze Kiste Wein gestohlen. Gestohlen? Ich werde wohl Monsieur Collignon fragen müssen. Um das Shuka Erbe spielen zu können, müssen wir nach Saint-Denis reisen und das machen wir vom Hauptspiel aus mit dieser Kutsche hier. An deinem Haus und die Café-Theatre-Wirtschaft die Kutsche benutzen, um das Shuka Erbe Rätsel überhaupt freizuschalten, müssen wir einen Schatten der Vergangenheit spielen. Und das ist Sequenz 13.3. François? Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Hier eine kleine Erinnerung, das ist also ein Flashback, das ist 13.3, das müssen wir fertig spielen. Und dann können wir Shuka Erbe Rätsel lösen. Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, Moissy. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Kinder. So, jetzt wird das Shuka-Erbe-Rätsel ausgetriggert und wir können es nachgehen. Sequenz 13, Erinnerung 3 ist abgeschlossen. Und wir bekommen diese Mitteilung um die Ohren gehauen. Wenn wir wollen, können wir noch ganz viel Text und Lore dazu lesen. Und ab jetzt können wir über die Gesamtsynchronizität auch unter Dead Kings die Shuka-Erbe-Rätsel finden. Und auf der Map können wir jetzt an der Basilika einen Mission Pointer finden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und da finden wir die Notizen aus Dom Porians Buch. Wenn wir mit dem Buch interagieren, kommt ein neuer Mission Pointer auf der Karte. Und wenn wir da hingehen, dann sind wir zu dem Zugang, wo wir die große Belohnung vom Shuka Adler Erbe Rätsel bekommen. Also das Shuka Adler Schwert. Also die Map hier, die verrät uns nicht unser nächstes Shuka Adler Rätsel, sondern wir sollen einfach nochmal zu dieser Tür gehen und dann die Notizen aus Dom Perians Buch mit den Infos, die wir gefunden haben, verknüpfen. So stellt das Spiel sicher, dass wir wissen, dass wir das Rätsel für diese Tür lösen. Normalerweise würden wir jetzt mit Rätsel 3 anfangen, wir machen das aber römisch alphabetisch und fangen mit 1 an. Wir müssen erstmal das Rätsel aufnehmen und dazu musst du hier an die Kirche gehen. Über die Videobeschreibung erhältst du alle Kapitelmarken zu den einzelnen Rätseln, zum Aufnehmen der Rätsel und zu den einzelnen Stufen der Rätsel. Ich verzichte hier darauf, irgendwas vorzulesen. Ich zeige dir einfach nur, wo du hin musst. Ganz ausführlich und so ähnlich wie ein Let's Play mit Guide gemischt oder so, hatte ich ja in dem anderen Video schon gemacht. Und hier machen wir einfach nur, da musst du hin, da ist dein Ziel und tschüss, goodbye. Wir lösen also das Rätsel aus, springen hier runter, gehen einmal um die Kirche herum zum Haupteingang und da ist auch unser nächstes Rätselslösung, was wir gut sehen können, wenn wir unser Adlerauge benutzen. Ich räume mal eben alle Wachen weg und dann schauen wir uns das an. Frontal. Also ich gehe jetzt frontal zum Haupteingang. Und da ist die Rätselslösung angebracht. Da interagieren wir mit und dann bekommen wir das nächste Rätsel aufgetragen. Welche Freude, Arno! Bei der nächsten Lösung müssen wir ein bisschen laufen. Die ist nicht gleich um die Ecke. Und zwar genau an dieser Stelle müssen wir hin, wo ich den Marker dran gemacht habe.
Alles andere ist selbsterklärend. Für die dritte Rätselslösung sollten wir auf jeden Fall zum Friedhof und dann den Aussichtspunkt benutzen. Von da aus kann man das am besten finden, und zwar hier an dieser Stelle. Wir springen einmal runter, gehen über die Mauer. Da, wo ich das markiert habe, ist ein Baumstumpf. Da müssen wir hin, und damit schließen wir auch die erste Rätselstaffel ab und kommen zu Römisch 2. Wir lösen das nächste Rätsel aus und jagen dieses Symbol mit unserem Adlerauge. Und zwar ist es Römisch 2 Morbum. Die Rätselstaffette lösen wir an dieser Stelle aus. Hier müssen wir auch den Turm drauf klettern. Die ganzen Rätsel von Morbum, die sind sehr einfach. Die sind alle sehr nah beieinander. Wir klettern hier hoch, springen dann runter. Ich markiere das auf der Karte. Wir müssen zum Unterstand. Und dann... mit unserem Adlerauge den Unterstand untersuchen. Und da finden wir dann das nächste Rätselslösung. Also da müssen wir hin hier. Wenn da Wachen sind, dann erledigt die... eben ohne euch, also ich mache dann einen Schnitt und ihr werdet das sehen, wie hier. Da sind einige Wachen, das Kämpfen erspare ich euch, ich werde das eben rausschneiden. So, hier ist das Adlerauge, da sehen wir schon das Symbol, damit müssen wir interagieren und das nächste Rätsel auslösen. So, Wachen ausgeschaltet und da interagieren wir. Und das nächste Rätsel, die Lösung, das ist genau hinter mir, und zwar an dieser Ecke. Da müssen wir mit dem Adlerauge das auslösen. Ich zeige euch das hier so. Ich bleibe hier stehen und gucke nach hinten, und man sieht genau auf der anderen Straßenseite da hinten die nächste Lösung. Da gehen wir hin und interagieren damit. Und auch die nächste Lösung können wir direkt von hier aus sehen, wenn wir unser Adlerauge benutzen und in die Gasse reinschauen. Das tue ich jetzt auch gleich mal, da in die Gasse. Trotzdem zeige ich euch nochmal eben die Karte, weil viele Leute das immer bemängelt haben, dass ich keine Karte eingeblendet habe, wenn alles so nah beieinander ist, aber... ja, ganz ehrlich, aber für diese Leute mache ich das eben. So, ich benutze nochmal eben mein Adlerauge und dann können wir das sehen. Also hier und da hinten können wir das auch sehen. In der Gasse ist das nächste. So, hier interagieren wir mit und dann haben wir die Rätselstaffette abgeschlossen. 2 Morbon. Und jetzt kommen wir zu 3 Diablo oder so. Diabolos. Und die spielt man normalerweise als erstes. Also vom Spielverlauf chronologisch spielt man die als erstes. Und 3 Diabolos wird als Tutorial benutzt. Das heißt, also da hast du sogar Mission Marker dran. Wir lösen das hier an der Basilika aus. Wir klettern hoch und ja, auf der Karte siehst du halt 3 und 5 Krux. Diese beiden haben alle Mission Marker dran, also da musst du gar nicht suchen, sondern die werden als Tutorial benutzt. Gut, wir lösen das Ganze aus und sollen dann in ein Untersuchungsfeld hier am Turm der Basilika
Ich gehe nochmal runter und laufe hier hoch, damit du da bessere Orientierung hast. Also runter nochmal hoch. Und noch ein kleines Stück hoch. Und hier an der Seite, da sieht man den Mission Marker. Also der führt dich auch dahin. Ja, wir interagieren damit und bekommen den nächsten Mission Marker. Das ist aber nur bei Rätsel 3 und 5 Krux so. Ansonsten müssen wir das alles selber suchen. Wir müssen wieder hier zum Friedhof und ja, ungefähr an dieser Stelle ist wieder eine Kirche und wir stellen uns direkt an der Seite davor ins grüne Untersuchungsgebiet und müssen hier hochklettern. Ja, mit dem Adlerauge können wir das Ganze sehen und das lösen wir aus und interagieren hiermit und müssen wieder direkt nach unten. Ja. Drittes Rätsel. Ja, dauert manchmal bis man alles komplett ausgelöst hat. So, man sieht da den Mission Marker. Ja, ich bin hier komplett rüber gesprungen. Das ist natürlich Quatsch. So, hier durch den Durchgang und dann auf der rechten Seite finden wir das nächste hier an der Tür angebracht. Okay, Schucker Erbe, Diabolos 3 abgeschlossen. Dann kommen wir zu Natura Rätsel 4. Und da müssen wir auch wieder selber suchen, deshalb benutze ich auch hier wieder ein paar Karten. Wir lösen die Rätselstaffette hier im Windmühlengebiet direkt an der Windmühle auch aus. Also nicht ganz direkt da, aber hier am Baum. Ich habe das markiert auf der Karte. Wir müssen zum Baum gehen und da die Rätselstaffette auslösen. Dann zeige ich nochmal die Karte, obwohl das hier gleich nebenan ist, die erste Rätselslösung. Hier haben wir eine Glocke. Man sieht meinen Spielecharakter und hier ist die Mühle. Und da gehen wir hin. An der Mühle sind mehrere Lösungen angebracht, also hier müssen wir direkt an der Glocke vorbeigehen. Es gibt zwei Glocken hier. Die südliche Glocke. Und da nehmen wir das Adlerauge und lösen das nächste Rätsel aus. Und die nächste Lösung ist hier ganz am Grenzbereich, ganz südlich. Ich habe den Bereich auf der Karte markiert, das hast du gesehen. Und da läufst du jetzt hin und hast die nächste Lösung gefunden. Hier am Stein ist das Natura-Symbol angebracht und damit interagieren wir und kommen zum letzten. Und ungefähr hier muss ein Brunnen sein und das ist unser Ziel. Wir laufen nach Norden und untersuchen diesen Marker, das Gebiet. Wir folgen dem Marker nach Norden und da müssen wir auf der rechten Seite einen Brunnen finden. Haben wir den gefunden, sind wir gut dabei, das Symbol zu finden. Oder auch das Symbol zu finden. Da ist er auch schon. Da ist der Brunnen. Das Symbol dahinter an der Mauer angebracht. Das ist dein Ziel. Und damit haben wir das Natura-Rätsel abgeschlossen. Und ja, jetzt kümmern wir uns um 5 Krux. Ich hatte das ja schon erwähnt, Krux gehört zum Tutorial und deswegen
ja, gibt es da nicht so viel zu sagen. Also wir müssen hier das Krux-Rätsel aufnehmen. Es ist an der Mauer angebracht und es gehört zum Tutorial. Das heißt, wir haben Mission-Marker, weshalb diese Karten eigentlich überflüssig sind. Aber du musst dem Mission-Marker folgen und der führt uns nach oben. Frag mich nicht, warum die 3 und 5 als Tutorial genommen haben. Wieso nicht Rätsel 1 und 2? Also, ist halt ein bisschen seltsam. Okay, also wir haben es alphanumerisch geordnet und ich habe hier alle Wachen ausgeschaltet und von der südlichen Glocke oder östlichen Glocke laufen wir direkt auf die Mühle zu und finden dann das nächste Krux-Symbol und deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel übrig und man sieht es ganz schön, da ist ein Mission-Marker dran, dem folgen wir einfach. Diese Krux-Missionen gehören zum Tutorial dazu, deswegen gibt es hier keine Karte und ich laufe das einfach so ab. Wir interagieren damit und es erscheint ein neuer Mission-Marker in grün. Dem folgen wir auch und kommen zu einem Untersuchungsgebiet hier. Und irgendwo hier, ich glaube an der Mauer, schauen wir mal, einmal drehen. Ah, da ist es, direkt an der Mauer. Am Baum. Genau, damit interagieren wir und haben Krux abgeschlossen. So, als nächstes kommt Noctis. Das ist das 6. Rätsel. Das sieht so aus. Da müssen wir auch wieder selbst suchen, das heißt, es gibt ja auch wieder Karten. Also erstmal das Noctis-Rätsel löst du hier aus. Habe ich auf der Karte markiert, dieses Scroll-Icon. Dahin gelaufen und hier hochgeklettert. Finden wir auch genau gegenüber auf der anderen Seite an der Mauer die Rätselslösung. Aber erstmal lösen wir das Ganze hier aus. Ah, 2 Stück haben wir noch. Ich habe dann nochmal hier eine Karte eingeblendet. Also ich stehe da oben auf dem Haus. Die Scroll oder das Scroll-Symbol ist auch da. Gegenüber auf der anderen Seite ist das gesuchte Symbol. Dann laufen wir hin und interagieren damit. Wie gefällt deinem Freund die Amputation? Das braucht er ja noch gar nicht. Hat da irgendjemand? Auch damit interagieren wir. Und diesmal müssen wir ein bisschen laufen und zwar an diese Ecke hier. Man sieht es, das Friedhofgebiet. Oder gehört noch dazu. Und hier an dieser Ecke, die ich markiert habe, da steht dieser Baum. Das ist hier so eine Art Marktplatz. Und da interagieren wir auch mit dem Symbol und haben jetzt auch das letzte ausgelöst, 3. Rätsel. Und die Rätselslösung, die finden wir hier am Friedhof direkt. Ich habe den Bereich markiert
Also da, wo mein Mission Marker hin zeigt, da müssen wir hin. Mein Mission Marker, also meine Markierung, meine ich natürlich. So, da ist eine Glocke in der Nähe. Ein Durchgang. Die Krähen, die erwähnt worden sind in dem Text. Und jetzt können wir es ganz gut sehen. Da unten auf dem Boden ist das Symbol. Damit interagieren wir und haben das Rätsel abgeschlossen. Und dann kommen wir zum letzten. Und das ist das Dice-Rätsel. 7 Dice. Das sieht so aus. Wir müssen das Rätsel auch erstmal aufnehmen. Und das finden wir hier. Dieses Scroll-Icon. Danach suchen wir auf der Karte und wir gehen dann dahin. So, wir haben jetzt hier an der Basilika ein paar Grabsteine gefunden. Also ich bin so im Gartenbereich oder Friedhofbereich an der Basilika von Saint-Denis. Wenn ich da runtergehe, mich umdrehe, bin ich an diesem Eingang hier. Auf der Minimap siehst du ja auch die Scroll-Icon. Hab mich nur einmal umgedreht und befinde mich an so einem Seiteneingang und ich klettere hier hoch über das Blütenblatt hinweg und darüber ist dann das Symbol angebracht. Kennen wir schon vom Hauptspiel beim Nostradamus-Rätsel, mussten wir auch das Blütenblatt an der Notre Dame finden. Unser nächstes Ziel ist hier, da habe ich den Marker angebracht, da müssen wir also hin. Dazu müssen wir erstmal hier runterkommen. Und ja, da müssen wir also hin. Okay, die Seite. Ich höre schon. So, hier ist das Symbol versteckt und wir haben noch eins, glaube ich. Genau, dritte Rätsel. Und das letzte Rätsel ist auch direkt in der Kirche, in dem Gebäude. Wir müssen nämlich das Taufbecken finden. Und das ist hinter dem Fenster da, was so ein bisschen kaputt ist. Dann gehe ich eben rein die Treppe hoch und finde das Taufbecken. Sehr kleines Taufbecken, wahrscheinlich werden da Kinder oder Babys drin getauft. Ah, hier sieht man das Fenster. Okay, wir haben alles geschafft, wir haben alle Rätsel gelöst. Das heißt, wir können uns jetzt das Schwert abholen. Das Ganze heißt Shugarts Erbe und das Schwert heißt Shugarts Adler. Nicht weit davon entfernt müssen wir einfach die Treppe runtergehen und dann... Protege me in velamento alarum tuarum. Öffnen wir die Tür. Interagieren, schalten das Achievement frei und bekommen Shugarts Adler. 50 Gamerscore-Punkte gibt es dafür und im Jahr 2024 ist es immer noch ein Rar-Achievement. Nur 3,89% aller Spieler haben sich das Shugarts Adler-Schwert geholt. Wir verbessern auch gleich das Schwert auf das Maximum und... Ja, das sind die Werte verbessert. Das Besondere an dem Schwert ist, dass es helles Licht von sich gibt bei Spezialattacken, die Gegner blenden, wie man hier sieht, und bewegungslos machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Das war's. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Das war großartig. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier gibt es viel zu stöbern. Hier ist, was ich habe. Hast du, was du brauchst?